Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem erneuten Video hier auf dem Kanal. Und ja, Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die nächste FC Energie Cottbus Karrieremodus Episode am Start. Und ich habe ja im letzten Video, warum sind wir da gerade rechts in der mit der Europa League in Verbindung gebracht worden, keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich habe ja im letzten Video am Ende eigentlich gesagt, dass ich eine Abstimmung machen will, gegen wen wir heute spielen. Ich habe das jetzt spontan beim, Rendern und Hochladen gecancelt. Ich werde es heute so machen, dass ich gegen Wolfsburg selber spielen werde und natürlich das Pokalspiel gegen Hoffenheim auch selber machen werde. Die Spiele gegen Hertha und Eintracht Frankfurt werde ich simulieren. Ich weiß nicht, ob Hertha auch so ein Derby ist in dem Sinne. Ich meine, klar, Cottbus und Berlin sind echt nah aneinander so. Aber zur Not können wir auch noch das Rückspiel gegen Hertha machen. Dann haben wir auch das Olympiastadion mal in FIFA gesehen. Und Wolfsburg ist halt im Moment einfach eine Top-Partie gegen den Tabellenfünften. Wir sind Sechster. Das ist schon nice und einfach aus Zeitgründen, dass ich morgen vielleicht gleich das nächste Video nochmal bringen kann. Das wird echt selten sein in nächster Zeit, höchstwahrscheinlich, dass ich zwei Videos hintereinander von der Karriere bringe. Dafür wollte ich es einfach mal machen, weil ich denke, das ist irgendwie, ich denke, das ist euch wichtiger, dass, oder ist es besser für euch, wenn ihr so zwei Tage hintereinander Videos habt, als wenn ihr jetzt, da abstimmen kommt, gegen wen wir spielen. Also würde ich jetzt persönlich sagen, deswegen mache ich es jetzt so. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Wir gehen rein in das erste Spiel. Ihr seht es im Hintergrund gegen Frankfurt auswärts. Auswärts sind wir ja meistens besser. Und mal gucken, ob das heute auch wieder der Fall ist. Ansonsten, Bruma kriegt eine gelbe Karte hier. Wen hat Frankfurt denn so am Start? Pacienza, Gacinovic, Bellarabi haben sie sich geholt. Grilic, Guerrero von Dortmund, Benitez außerdem. Den haben sie sich geholt und der trifft direkt mal. Doppelt in dem Fall sogar. Ansonsten, macht Bergmann noch den Anschlusstreffer, aber ja, mehr auch nicht. Es ist halt lustig, dass wir gegen den Tabellen, was waren jetzt, 17. glaube ich, waren die, einfach mal verlieren. Easy going, 2-1. Dafür gewinnen wir gegen gleichwertige Tabellengegner in dem Sinne. Easy going zum Teil in Simulationen und das auch noch auswärts. Also richtig komisch, aber egal, das gehört nun mal dazu. Ist halt bei der Simulation immer ein bisschen Glück auch im Endeffekt. Bergmann ist zwar jetzt, auf einer 74, deswegen habe ich ja in der letzten Episode gesagt, wir werden jetzt mal Lars Lukas May trainieren, dass der auch mal ein bisschen wieder aufs Rating kommt oder an das Rating rankommt, dass der nicht so hinterherhinkt. Außerdem trainieren wir ja immer noch KT und der steigt direkt mal auf die 65, richtig sick. Und ja, ansonsten gehen wir weiter zum Pokalspiel. Yo Leute, geistesgegenwärtig, habe ich gerade die kompletten Sachen hier geskippt, absolut strange, ich weiß nicht, ich war gerade so irgendwie in den Gedanken versunken und deswegen habe ich leider die Aufstellung und alles drum und dran geskippt von Hoffenheim, aber wir haben ja schon eigentlich am Anfang gegen sie gespielt, deswegen, ja, ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, wir haben ja hier eh nicht das Bundesliga-Overlay, sondern nur das vom Pokal, das normale, stinknormale Overlay. Unsere Aufstellung sollte klar sein, die seht ihr hier im Hintergrund, wie immer. Ansonsten gehen die wieder mit der Fünferkette rein, Kadeschabek, Schulz auf den Außen in der Mitte, Vogt, Wezo, Nordfeld in der Abwehr halt. Im Tor Kardinal, ich glaube, der stand im Dingsspiel nicht im Tor, im ersten Saisonspiel oder zweiten Saisonspiel, was wir gegen die hatten. Ramsey, Demirbay und Rupp im Mittelfeld, ich glaube, das war auch so. Origi und Belfodil vorne hatten sie, glaube ich, gegen uns zuletzt mit Enrich gestartet. Ansonsten relativ ähnlich halt zum ersten Spiel schon, was wir gegen die gemacht haben. Und ja, deswegen gehen wir rein in die Partie. Und ein Superball in die Spitze auf Brahim Diaz und der mit dem flachen Abschluss ins lange Eck. Da hilft, denke ich mal, das grüne Time-Finishing auch dabei, dass der Ball reingeht. Aber das gibt es ja nun mal im Endeffekt in diesem Jahr. Deswegen kann ich das ja mal auch benutzen hier an der Stelle. Schöner Pass von Pellegri rein in die Schnittstelle. Perfekt ausgenutzt auch von Brahim Diaz, der da sehr gut reinstartet. Und dann, wie gesagt, ein bisschen hilft das grüne Time-Finishing dabei auch, denke ich mal, das Kardinale den nicht hält. Der rutscht ihm unter den Beinen durch. Und damit führen wir hier relativ früh in der Partie mit 1-0. Wieder mal durch Diaz, der ja schon in der letzten Episode gezeigt hat, was er so drauf hat. Und da ist die nächste Möglichkeit oder die erste Möglichkeit für Hoffenheim in diesem Spiel. Lukas Rupp ist es, der dann im Strafraum zum Abschluss kommt und der verwandelt den direkt mal. War nicht gut verteidigt, wir lassen da dem Mittelfeldspieler oder wer es auch immer war oder was, Kadeschabek, keine Ahnung. Zu viel Zeit und Raum. Keine Ahnung, wer ist es, Nordfeld vielleicht sogar. Und er nutzt ihn dann, spielt den Pass auf Rupp, der frei steht und der Schwarzen keine Chance lässt aus kurzer Distanz. Das ist dann ja relativ schneller Ausgleich. Und wieder ein richtig guter Ball in die Schnittstelle, wieder auf Brahim Diaz, der da sehr gut auch läuft im Endeffekt immer. Und die schöne Flanke bringt, aber ja, die kommt leider im Endeffekt nicht an. Pellegri kann sich da nicht durchsetzen, die kam auch ein bisschen zu kurz und jetzt sind wir hier mit Puig am Ball. Dessen Schuss wird allerdings geblockt. Und im direkten Gegenzug ist Arp frei durch und Arp mit der Chance.
scheitert allerdings an Cardinal im Tor der Hoffenheimer. Auch ein Tick zu lang gewartet da vom Youngster im Sturm, der Cottbusser. Aber im Endeffekt bekommen wir hier die Ecke und schlagen die auf den kurzen Pfosten. Da steht wieder ab, kommt allerdings nicht hin. Jetzt im zweiten Versuch die Flanke. Wieder mal nicht optimal getimed alles. Weder Kopfball noch Flanke. Und Szymański spielt den Doppelpass mit Pellegrini und ab. Kommt auch nicht mehr entscheidend dran. Und da kommen sie noch einmal eigentlich aus dem Nichts zum Abschluss. Aus nicht mal einer allzu gefährlichen Position, aber der Schuss ist halt wieder extrem hart getreten und kommt dann aufs Tor. Und da hat Schwarzen auch ja nicht allzu viele Chancen. Wenn er so hart aufs Tor kommt, dann ist das immer schwer. Gerade halt, weil die CPU öfter mal so eine Gewaltschüsse aus dem Nichts ablässt. Und ich meine, klar, es ist keine ungefährliche Position, aber es ist halt mehr oder weniger aus dem Nichts. So ein Distanzschuss halt, den du nicht so einfach verteidigen kannst. Und der ist halt absolut krank ins Tor geballert. Und da kann Schwarze nichts machen und damit liegen wir kurz vor Ende, eine Viertelstunde vor Ende, glaube ich, genau, mit einem Tor hinten. Und ein starker Pass von Puig auf Pellegrini, der sehr gut läuft und dann noch am ersten Abschuss gehindert wird, dann trotzdem nochmal sich zum Ball hinkämpft und der Schuss wird dann noch abgefälscht von, ich glaube, Kevin Vogt. Ja, das müsste Kevin Vogt gewesen sein, der den Ball hier noch abfälscht. Der wäre sonst höchstwahrscheinlich reingegangen, also hätte ich jetzt persönlich gesagt. Leider ist er es nicht und dadurch haben wir jetzt auch nochmal gewechselt und zwar offensiv logischerweise. Wir haben Puig runtergenommen, weil er auch nicht mehr kann. Er hat absolut gar keine Ausdauer mehr und dafür Emil Schmidt gebracht, der natürlich dann jetzt auf die 10 gehen wird, anstatt auf die 8. Und hoffen natürlich, dass wir dadurch jetzt nochmal zu Möglichkeiten kommen. Kriegen hier höchstwahrscheinlich nicht mal den Einwurf, genau, den hält er noch im Spiel. Und jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Wieder mal ein Superball auf Devante Parker, das kennen wir aus der letzten Episode. Und jetzt hat er vielleicht den Zeitpunkt zum Flanken verpasst. Der Ball kommt zu Pellegrini und der wollte zu Emil Schmidt zurücklegen, aber der Ball kam nicht mehr zu Emil Schmidt im Endeffekt, denn Pellegrini hat den Ball leider verloren in einem Zweikampf. Und jetzt könnten wir hier vielleicht den Keeper unter Druck setzen und uns dadurch den Ball relativ früh in der Hälfte der Hoffenheimer sichern. Und das machen wir auch, richtig schön. Devante Parker nu. Devante Parker! Mit dem schwachen Linken setzt er ihn dann relativ deutlich auch am Tor vorbei. Schade. Und wir bekommen vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Sind noch in der gegnerischen Hälfte mit Jan Fiete ab. Jetzt müssen wir hier halt durchkommen. Jan Fiete ab lässt einen Gegenspieler stehen. Und jetzt ist in der Mitte Pellegrini frei. Pellegrini ist frei! In der 90. plus 3. Und er haut den übers Tor, Leute. Wie kann er den vorbeihauen? Und damit scheiden wir hier im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen die TSG 1899 Hoffenheim aus. Wir sind schon deutlich über der Nachspielzeit. Origi hat sich jetzt nochmal verletzt. Das tut aber nichts mehr zur Sache, denn der Schiedsrichter wird hier eh abpfeifen. Wir haben nochmal die alles entscheidende Möglichkeit hier gehabt. Und Pellegrini schießt den Ball am Tor vorbei. Den muss er reinmachen. Da bleibt, oder zumindest aufs Tor bringen und dann muss er drin sein. Da bleibt, denke ich mal, keine Diskussion offen. Der muss drin sein und damit verlieren wir und scheiden hier im Achtelfinale aus. Ich glaube, das war auch das Ziel vom Vorstand. Achtelfinale erreichen haben wir jetzt im Endeffekt geschafft, aber ist halt bitter. Ich meine, klar, das war, wir haben deutlich mehr Ballbesitz, auch am Ende mehr Schüsse gehabt. Aber durch die Chance hätten wir es uns eigentlich wieder in die Verlängerung hätten wir uns da retten können. Auch der Pass hier von Pellegrini am Anfang war halt saustark und dann nutzt er so eine Chance leider nicht. Das ist halt echt bitter. Wir sehen es, wir sind sogar in Runde 3, also es war das Achtelfinale hier, glaube ich, aber im Endeffekt. Augsburg ist raus gegen Stuttgart, Düsseldorf ist weiter gegen Duisburg, Sonnenhof Großachbar, Asbach fliegt mit 4:0 gegen Gladbach raus. Die restlichen Spiele sind noch offen, oh, Dortmund gegen Leipzig, wenn ich das da gerade richtig gesehen habe. Aber ja, ist halt trotzdem irgendwo bitter, dass wir jetzt raus sind. Im Endeffekt können wir uns dadurch besser auf die Liga konzentrieren, haben keine Doppelbelastung mehr, etc., aber es ist halt trotzdem, ja, extrem unnötig und bitter am Ende gewesen. Halt, wie gesagt, wir hatten die hundertprozentige Chance, um zu, ja, gewinnen. Jetzt nicht in dem Sinne, aber wir hätten auf jeden Fall nochmal den Ausgleich erzielen können und uns in die Verlängerung retten können. Ist nicht passiert. Dürfen wir jetzt auch nicht zu lange nachtrauen. Wie gesagt, wir machen das Spiel jetzt gegen Hertha nicht selber. Wir werden es simulieren. Ich werde da auch ein bisschen rotieren und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Aufstellung fertig habe. Das ist jetzt ein hartes Risiko, wir gehen mit einer stark rotierten Elf rein, also nicht so stark. Es sind ein paar, ja, low bewertete Spieler drin. Bergmann verletzt sich direkt mal nach 3 Minuten, das startet sehr gut hier rein.
Ansonsten ist bei Hertha aber auch nicht der krasseste Kader am Start. So ein Jastremski, ich weiß nicht, was der für ein Potenzial hat, aber ja, keine Ahnung. Sieht jetzt aber halt so vom Ding her nicht so krass aus. Ansonsten Lazaro noch am Start, Rekik, Isla, Selikov im Tor, Holtby. Jastremski macht es 1-0, aber wir gleichen aus durch Emil Schmidt und holen damit immerhin einen Punkt gegen Hertha. Damit kann ich leben. Dadurch, dass wir halt mit einer rotierten Elf gespielt haben, kann ich damit sehr, sehr gut leben. Jetzt ist halt die Sache, wie lang ist Achim Bergmann verletzt? Für 6 Wochen. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, in den nächsten 6 Wochen nur noch das eine Spiel hier gegen Wolfsburg und dann dürfte erstmal die Dingspause kommen, oder? Genau, die Transferphase und die Winterpause. Ah, sind das 6 Wochen? 1, 2, 3, 4. Na, wenn wir Glück haben, ist er bis dahin wieder fit. Wenn wir Glück haben. Aber ansonsten müssen wir jetzt gegen Wolfsburg auf Achim Bergmann verzichten. Training erstmal noch. Ist solide. Damit muss jetzt... Oh, Schwarz ist schon auf einer 73 mittlerweile. Dadurch rückt dann halt der gute Dicker wieder in die Startelf. Ist halt 4 Ratingpunkte schlechter als Bergmann. Wie gesagt, das ist halt absolut bitter. Aber ja, damit müssen wir jetzt leben. Und unsere Elf ist auch alles andere als fit. Wir spielen heute am 17. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg im Waldstadion, so wie es hier natürlich in FIFA heißt. In Real Life bin ich mir gerade nicht mal genau sicher, wie das Stadion heißt, wenn ich ehrlich bin. Muss ich mal ganz kurz nachgucken. Volkswagen Arena, okay. Hatte ich irgendwie im Kopf. Wir sehen die Tabelle. Wolfsburg ist sogar Zweiter jetzt im Moment. Und das, obwohl sie sogar noch ein Spiel... Na gut, die anderen dahinter hatten auch ein Spiel weniger. Als jetzt der Tabellenerste im Moment. Da habe ich gerade gar nicht auf den Punkteabstand geguckt. Aber wir sind, glaube ich, im Moment auf Platz 6 gewesen. Wenn ich mich nicht geirrt habe. Ich habe gerade auf den Laptop geguckt. Wegen dem Stadion. Deswegen habe ich es nur kurz gesehen. Wie dem auch sei, sie haben auf jeden Fall Dragowski im Tor. Ist ja vor ein paar Jahren auf jeden Fall ein Riesentalent da gewesen. Roussillon, Diallo, Rajkovic und Mata in der Verteidigung. Davor Brozovic, Samu Anguissa und Rex Becai. Keine Ahnung, ein Tepp, Ünal und Gorski vorne. Dann außerdem haben sie Bilgiov, Dyer, Glaus, Ginczek, Tisserand, Brekalo und Oshiman noch im Kader stehen. Ja, auf jeden Fall keine schlechte Elf, die sie hier auf den Platz bringen. Die sind ja denn letzten Endes auch nicht umsonst Zweiter. Wir gehen rein mit Schwarz im Tor, dann mussten wir allerdings davor ganz schön rotieren. Wanyoman, Main, Dicker und Piotrowski. Bis dahin sieht es noch ganz gut aus. Rechts dann Devante Parker. Auf links Cooper, auf der 6 Durkin, davor auf der 8 Puig, vorne im Sturm Arp und Davies. Wir mussten, wie gesagt, doll rotieren auf der Bank. Mamba, Schmidt, Szymanski, Schneider, Matovila, Kaminski und Afto Spahic. Also, ja, es ist nicht die beste Elf, die wir auf den Platz bringen können, aber ich denke, das ist noch das Bestmöglichste, was ich machen konnte, ohne irgendwelche Verletzungen zu riskieren oder ja, mit angeschlagener Ausdauer in die Partie zu gehen. Von daher würde ich sagen, gehen wir rein, Leute, und hoffen, dass wir hier nicht allzu doll abgeschossen werden gegen den Tabellenzweiten. Und da haben sie die erste Möglichkeit im Spiel mit einer Flanke oder über eine Flanke. Gorski kommt da zur Flanke, zieht da gut nach außen, hat alle Zeit der Welt und dann ist es Brozovic, würde ich behaupten, der zum Kopfball kommt, das ist er auch. Und der köpft ihn aus diesem Winkel rein, Piotrowski wieder mal nicht in seinem besten Element, würde ich behaupten, dem Kopfballduell. Wenn das denn Piotrowski war, ich bin mir gerade nicht mal sicher, Schwarze kann da nicht allzu viel machen. Ansonsten liegen wir relativ früh in der Partie mit 1-0 hinten. Oder war es vielleicht auch Durkin? Es könnte auch Durkin gewesen sein. Ich glaube, der hatte die Kapitänsbindung. Ich glaube, die trägt Durkin, wenn ich mich nicht ganz irre. Von daher, ja. Kopfballduelle sind halt nicht unsere Stärke, was die Defensive angeht. Nach vorne auch nicht unbedingt, wenn man ehrlich ist. Und das zeigt sich immer wieder. Dadurch liegen wir mit 1-0 zurück. Und da ist die nächste Möglichkeit für den VfL Wolfsburg. Wieder ist es Brozovic, der nach einer Hereingabe von außen an den Ball und zum Abschluss kommt. Aber dieses Mal haben wir sehr, sehr viel Glück, dass er den nur am Tor vorbeispielt. Der stand am, ja, zwischen 11-Meter-Punkt und 5-Meter-Raum komplett frei und schiebt den Ball zum Glück, wie gesagt, knapp am Tor vorbei. Da haben wir mal mega Glück gehabt, dass er die Chance nicht nutzt. Verstehe ich auch gar nicht, warum er die Chance nicht nutzt. Ich meine, vielleicht links ist, glaube ich, sein schwacher Fuß. Ich glaube, der ist Rechtsfuß, aber trotzdem. So ein Ding nicht mal aufs Tor zu bringen, ist halt schon anders schlecht. Und dafür, dass er halt gerade den Kopfball so easy reingemacht hat, aus der ja, nicht gerade günstigen Situation, sage ich mal, ist das schon, ja, sehr glücklich. Und stark gespielt, Durkin kommt an den Ball, spielt den Ball nochmal in die Mitte auf Davies. Allerdings haben wir da Pech, dass ich glaube, die Yallo noch
an den Ball kommen mit einer sehr starken Abwehraktion da an der Stelle, darf man ja auch mal hervorheben, denke ich mal. Richtig gut verteidigt da vom ehemaligen Dortmunder. Aber auch ein schöner Angriff über unsere, ja, Offensivspieler da. Mit Cooper, glaube ich, war das, der den Doppelpass mit Durkin gespielt hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Durkin als Sechser dann sich auch mal nach vorne eingeschaltet. Das kann er ja eigentlich ganz gut. Das hat er schon oft genug gezeigt. Wir klären den Ball da hinten gerade absolut schlecht. Und jetzt ist Brozovic wieder am Ball, spielt ihn auf Ünal und ja, Ünal. Im Endeffekt kommt er jetzt wieder zu Brozovic. Piotrowski holt sich den Ball allerdings und die Situation ist bereinigt. Und Puig mal mit einem Abschluss aus der Distanz. Hat er ja bis jetzt noch nicht allzu oft getroffen, würde ich behaupten, wenn er überhaupt schon mal ein Tor gemacht hat. Da habe ich es gerade gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, er hat noch nicht mal ein Tor gemacht, oder Leute? Also ich habe mit ihm noch keins gemacht und in der Simulation ist, glaube ich, auch noch keins von ihm gefallen. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Auf jeden Fall war das hier mal eine Möglichkeit, aber auch gut gehalten von Dragowski im Tor der Wolfsburger. Und jetzt haben wir hier nochmal mit der Ecke die Möglichkeit. Piotrowski setzt sich sogar mal durch in einem Kopfballduell, allerdings kann er den Ball dann nicht mehr entscheidend drücken. Und ein Superball in die Spitze von Lars Lukas May auf Jan Fiete ab. Der versucht, den Ball aufs Tor zu bringen. Wird allerdings von, weiß ich gerade nicht wen, am Abschluss gehindert. Am Ende gibt es aber die Ecke nicht, sondern den Einwurf. Und den bekommt Davies vor die Füße. Ja, das war aber gar nichts. Und Jan Fiete ab mit dem Fallrückzieher. Nachdem Piotrowski den mal richtig gut in die Mitte bringt, schön in den Rückraum, positioniert sich da Fiete ab sehr gut und kriegt den Ball sogar noch aufs Tor. Am Ende knallt er gegen die Latte und wir haben mega Pech, dass wir dadurch nicht einen Ausgleich erzielen können. Das war ein richtig gut angesetzter Fallrückzieher da von Jan Fiete ab, muss man ja mal sagen. Jetzt verteidigen wir das ganz gut bis zu diesem Fehlpass zu Sambo Anguissa und der schießt und am Ende ist es die Nummer 21 mit dem Namen Schlag mich tot, der allerdings eben abseits steht, von daher irrelevant. Ünal ist es nicht, der hat die 29. Den Zepp die 27. Ja, keine Ahnung, wer jetzt die 21 war. Aber egal, am Ende steht es immer noch 1-0. Und das spielen sie saustark, die Wolfsburger. Da kannst du nicht sonderlich viel machen. So. Und Dyer war es vorhin übrigens. Und jetzt ist es Wolski, der den Ball hier ins Tor befördert. Starke Flanke in den Rückraum, der direkte Pass in die Mitte hin, genau in den Lauf für Konvolski und der macht es mit einem direkten Abschluss. Ich habe übrigens überlegt, ist das der Regen von Blaschikowski? Er spielt auf dem rechten Flügel, mit Wolski hat er einen polnischen Namen und ja, ist halt sehr verdächtig. Also Gorski ist es. Ist das der Regen von Blaschikowski? Hätte ich jetzt spontan gedacht, weil wie gesagt, Pole, rechter Flügel, Bundesliga, schon ein bisschen verdächtig, oder? Und Stredi, Mama mit der Chance, setzt den Ball allerdings nur an die Latte aus knapp 16, 15 Metern. Die nächste gute Möglichkeit für uns, aber wir nutzen sie schon wieder nicht. Genau wie im letzten Spiel, wo wir die 100%ige haben liegen lassen. Das war eigentlich auch so eine Art 100%ige. Auf jeden Fall keine schlechte Chance, würde ich behaupten. Jetzt mal hier Jan Fiete ab im Dribbling. Verliert den Ball. Und ein starker Ball auf Streli Mamba. Streli Mamba scheitert an Dragowski, nachdem Szymanski ihn gut in Szene gesetzt hat. Mit einem Pass in die Spitze. Und er natürlich mit seiner Geschwindigkeit kann da den Verteidigern, gerade durch seine Frische auch noch, gut davonlaufen. Bringt allerdings nichts, wenn der Keeper auch gut rauskommt dann im Endeffekt und man zu lange mit dem Abschluss dann leider wartet. So wie wir es jetzt in dieser Situation getan haben. Jetzt versuchen wir nochmal einen langen Ball in die Spitze, denn da vorne ist Platz und Stredi Mamba ist wie gesagt schnell, kommt da allerdings nicht mehr ran. Und Emil Schmidt mit seiner ersten Aktion im Spiel wurde frisch eingewechselt und schießt den Ball direkt mal ins Tor. Starker Abschluss da von Emil Schmidt. Eingeleitet, naja, mehr oder weniger von Stredi Mamba, eigentlich durch einen Fehler der Wolfsburger. Und dann ist er eiskalt und nutzt die Chance. Damit können wir den Anschlusstreffer erzielen. Rajkovic war es, der zuvor den Ball verloren hat. Und dann machen wir das nicht gut. Wir machen die gesamte Mitte auf. Und dann ist es Brozovic, der sich diesmal die Chance nicht nehmen lässt. Wieder mit dem linken Fuß. Diesmal haut er ihn rein. Keine Chance für Schwarze. Also er wird da von seinen Innenverteidigern komplett alleine gelassen im Endeffekt. Denn die reißen die Lücke komplett auf. Für den Pass, den ja der Wolfsburger dann auch spielen kann hier. Ich glaube, das müsste Diallo oder so gewesen sein.
Schwarze, wie gesagt, dann keine Chance mehr gehabt, irgendwas zu tun gegen Brozovic. Der macht es eiskalt und versenkt den Ball zur Vorentscheidung zum 3:1 im Tor. Und das war's denn hier auch, Leute. Das Ding ist so gut wie vorbei. Das ist die letzte Möglichkeit hier für die Wolfsburger nochmal. Und es wird sogar noch ein Tor aus der Ecke. Die führen sie kurz aus, spielen in den Ball kurz auch auf den kurzen Pfosten dann in dem Sinne mit der ja, relativ flachen Flanke auf Rajkovic, der den Ball dann ins Tor köpfen kann aus dem kurzen oder aus dem Spitzenwinkel sogar noch. Da sieht Schwarz jetzt nicht so gut aus, muss man sagen. Den sollte er als Keeper eigentlich im kurzen Eck haben. Aber okay, er macht seinen Fehler wieder gut, der gute Rajkovic. Der hat ja im Endeffekt das an den Anschlusstreffer von uns verschuldet. Und den macht er jetzt hier wieder gut. Er zielt das 4:1 und wir werden abgeschossen im Endeffekt. War ja auch mehr oder weniger abzusehen gegen den Tabellenzweitplatzierten oder gegen den Zweitplatzierten in der Tabelle. Wobei wir gleich viele Schüsse haben, das darf man nicht vergessen. 4 Torschüsse hatten sie, alle 4 waren drin. Ist dann halt auch nicht so gut im Endeffekt, aber ja. Was willst du tun? Ich würde sagen, wir gehen weiter in die Transferphase schon mal rein. Ich denke, das wird heute wieder eine längere Episode, wenn wir noch in die Transferphase gehen, aber darauf habe ich einfach Bock. Und Schwarze steht kurz vor dem nächsten Upgrade und Pellegrini mittlerweile schon auf der 76. Und da sind wir auch angelangt beim Transferfenster. Leon Schneider verlässt uns in Richtung Feyenoord, also in die Niederlande geht zu ihm. Ansonsten geht Davies zu Shrewsbury Town. Und damit haben wir 2 Spieler direkt zum Anfang der Transferphase verkauft. Und damit bekommen wir einen Kontostand von knapp 3,8 Millionen, sagen wir mal 3,5 mit vernünftigen, ja 3,6 mit vernünftigen Gehaltsbudget zusammen. Und ich habe schon am Anfang, oder nee, doch am Anfang, nein, am Ende der letzten Transferphase gesehen oder einen Kommentar gesehen, der sehr interessant war. Und ich denke, darauf werde ich dann nochmal eingehen, wenn es denn an der Zeit ist, weil vorher will ich nochmal was anderes zeigen. Zuvor trainieren wir noch einmal und trotz eines Fs im Training steigt Pellegrini auf die 77 an. Richtig nice, ansonsten auch solide Ergebnisse, würde ich sagen. Monatliches Scouting-Update, Justus Klein sieht mega interessant aus. Ansonsten Sebastian Vogel auch nicht allzu schlecht, vor allem was das Rating angeht. Nils Bauer hingegen weg und der gute Herr kommt auch weg. Wiederum Alfonso Cano kommt. Und da haben wir genau das, was ich euch zeigen wollte. Und zwar haben wir einige Regens gescoutet, aus der Bundesliga jetzt in dem Fall Franck Ribéry. Das ist sein Regen, kostet schon 10,5 Millionen, also den werden wir uns höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr leisten können in dieser Transferphase. Ansonsten Macon Pomilio Lima müsste der Regen von Naldo sein. Er sieht richtig stark aus, muss man sagen, hat ein solides Rating und ich bin da sehr interessiert, ihn zu verpflichten, weil der sieht echt stark aus. Ein Innenverteidiger-Talent kann man gebrauchen, der hat ein richtig gutes Potenzial, wie man hier sieht und schon richtig starke Werte auch. Wie groß ist er? 1,80 ist jetzt nicht der größte, aber ansonsten richtig starke Werte. Gerade die Attribute, also Antritt und Geschwindigkeit, wie man hier sieht, richtig gute Sprungkraft und solide Defense-Werte. Also stimmt mal oben ab, sollen wir uns den holen in dieser Transferphase, könnten wir uns vielleicht leisten. Ansonsten haben wir noch das Arjen Robben Regen, ist auch nicht, oder den Regen, den Arjen Robben Regen am Start. Ist jetzt im Moment auch noch nicht so teuer, hier sieht man es nochmal, ein aufregender Mann für die Zukunft. Hat auch schon solide Werte, könnte ja auch mal oben abstimmen. Wiederum der Pepe Regen ist schon ganz schön teuer. Den würden wir uns jetzt nicht leisten können. Hat doch schon ein solides Rating, muss man sagen. Das sind so die 4 einzigen Regens, die ich eigentlich gefunden habe im Moment. Also gerade halt auch dennoch 3 aus der Bundesliga, lustigerweise. Aber das sind sie auf jeden Fall. Und kommen wir, wenn wir schon über Regens reden, zu einem Transfer, den wir auf jeden Fall tätigen werden. Weil ich denke, wobei ich denke mal, wir könnten jetzt so einen Pomilio bestimmt nicht holen. Genau, der ist nämlich kürzlich erst untergekommen. Aber einen Regen, der eben nicht kürzlich erst untergekommen ist, das ist der gute Emil Wernbloom. Und wir können von 1,9 Millionen ungefähr ausgehen, die wir bezahlen müssen, habe ich da gerade gesehen. Ich gehe mal auf 1,8 runter. Also ich gehe mal davon aus, dass da einfach der Vertrag ausläuft und dass deswegen vielleicht die Anfangssumme so niedrig ist. Und wir kriegen ihn für 1,8 Millionen. Das ist 500.000 unter Marktwert. Und damit würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall sehr gut bedient. Ist halt ein Regen von Ibra, hat damit hohes Potenzial und ist jetzt auch von der Gesamtstärke her sogar ein Upgrade im Vergleich zu Davies, den wir abgegeben haben. Damit unser bester Backup-Stürmer mit Strelimamba, also vor Strelimamba dann sogar in dem Fall noch. Und deswegen richtig interessant, wenn ihr mich fragt. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir ihn vom Gehalt her wieder nicht zu niedrig angehen. Wir geben ihm einen 4-Jahres-Vertrag, das wird er akzeptieren. Und ansonsten
übergeben wir die Freigabesumme und müssen jetzt selber bescheiße. Da ich das letzte Mal verkackt. Und ich würde sagen, wir gehen auf 5.000 und 30.000 und hoffen, dass es nicht zu wenig ist. Okay, 5.700, ein 53.000er Einstiegsbonus und den Boni entfernen wir wie immer. Gehen wir auf 5.500 runter, machen 45.000 oder 40.000 rein und hoffen, dass er uns da entgegenkommt und annimmt. Ist ihm noch nicht genug. Okay, wir gehen nochmal ein bisschen runter, was das Gehalt angeht. Ansonsten mit dem Einstiegsbonus hier nochmal hoch. Und dann hoffe ich, dass er es annimmt. Jawohl, und wir kriegen ihn. Ich habe erst schon Schiss gehabt, dass er sich das erst überdenken muss oder so. Aber wir kriegen ihn und haben damit unseren neuen Backup-Stürmer verpflichtet. Das ist der Zlatan Ibrahimovic Regen. Und wie wir jetzt gleich sehen werden, hat er auch sehr gutes Potenzial. Außerdem, ja, zeigt großes Potenzial, ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Zlatan Ibrahimovic Regen, 85er Potenzial. Ich glaube, die haben immer das Potenzial von dem Rating, was die Spieler in diesem FIFA hatten am Anfang. Und der hatte ja eine 85, deswegen 85er Potenzial hier in dem Fall richtig gut. Wir werden jetzt nochmal nachgucken, wie es denn spielerisch mit ihm aussieht. Also ob er im Endeffekt, ich mache mal hier kurz nochmal die beste 11 rein. Einfach nur für die Optik, in der Hoffnung, dass Bergmann irgendwann mal wieder fit wird natürlich. Aber ansonsten, wo ist er denn? Wernblom, da ist er. 86 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit, Alter. Also okay, rennen können wir mit ihm schon mal. Guten Abschluss ist halt absolut crap. Also wir müssen ihn auf jeden Fall beim Abschluss trainieren. Forster Skills hat er sogar, richtig sick. Ist in Ordnung, Forster Skills, 3 Stunden Week, wo damit kann man arbeiten. High-Low-Arbeitsraten, richtig sick. 1,82 groß, vollkommen solide. Was hat er für Sprungkraft? Ja, 68 ist jetzt nicht das Deutsche. Was hat er für eine Kopfballprezi? Ist jetzt auch nicht das Deutsche, aber das kann man ja trainieren. Auf jeden Fall die Kopfverprezi und den Abschluss. Und damit würde ich sagen, haben wir einen ordentlichen Backup-Stürmer. Jetzt haben wir zwei, ja, blitzschnelle Stürmer hinter unseren normalen Stürmern. Und damit, denke ich mal, kann man sehr gut leben. Mit dem Training kann man auch ganz gut leben. Ist in Ordnung, keiner steigt im Rating, aber dafür halt in den Werten. Wir trainieren noch einmal und haben jetzt endlich Lasukas Mai auf die 73 hochgepusht. Ansonsten Schwarz auch auf der 74, Pellegri auf einer 76 und ich glaube, wir werden dann im nächsten Training Pellegri rausnehmen und dafür Wernblom trainieren, würde ich sagen, Leute. Ansonsten ist auch das eingetreten, was ich mir gedacht habe, und zwar, dass Achim Bergmann sich wieder fit meldet für das Spiel gegen Köln, was wir in der nächsten Episode bestreiten werden. Und ich würde sagen, dann gehen wir noch vor bis zu dem Spiel, was wir, wie gesagt, in der nächsten Episode vielleicht bestreiten werden, oder vielleicht auch nicht. Ihr entscheidet, ob wir das spielen sollen oder simulieren sollen. Ansonsten, ja, gucken wir. Wobei ich eigentlich gerne nach vorne gehen würde zum Deadline Day. Ansonsten gehen wir erstmal noch weiter vor. Bayern holt Davinson Sanchez für 61 Millionen Euro. Ist schon nicht so schlecht. Ich habe mich spontan dazu entschieden, die beiden Spiele einfach noch zu simulieren und vorzugehen bis zum 30. Also bis zum Tag 30 hier, also bis einen Tag vor dem Deadline Day, beziehungsweise bis zum Deadline Day halt, vorzugehen und dann die Folge zu beenden, um zu gucken, was halt so noch passiert. Die doppelte Hornpower ist übrigens bei Köln am Start, wie man hier sieht. Timo Horn und Jannis Horn, glaube ich, heißt der. Oder Yannick, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall erzielt Ait Benacer hier das 1:0 für den Club und ja, für den Club, aber für den ersten FC Köln auf jeden Fall. Und Jorgensen erzielt dann das 2:0. Damit verlieren wir das Spiel gegen Köln. Ist halt ein direkter Tabellenkonkurrent gewesen, deswegen war es sehr gefährlich, das zu simulieren. Aber ich denke, das kann man auf jeden Fall mal machen, weil ich möchte, das ist halt sinnlos, wenn ich in der nächsten Episode denn nur die kurze Phase von da bis da mache. Falls dann halt nämlich noch was passieren würde, könnte ich nicht an dem, also das wäre halt einfach sinnlos so. Wenn ich jetzt nur die zwei Spiele in der nächsten Episode machen würde, dann die Folge wieder beende, dann wäre es halt eine absolut sinnlose Episode in meinen Augen, denn die wäre sehr kurz. Und das mag ich halt nicht so. Ich stehe lieber auf lange Episoden, wie man mich kennt, aber okay. Ich denke, das ist, denke ich mal, zu verkraften, denn so könnt ihr wenigstens noch auf die Transferpolitik von uns mitwirken, denn wir haben dann noch ein bisschen was übrig. Ihr könnt dann entscheiden, was wir damit machen sollen, wo wir uns verstärken sollen und wo nicht, und ich würde sagen, wir gehen nochmal weiter vor. Wir haben bis jetzt auch noch kein Angebot reingekommen, außer ein Leihangebot für Zimmer, das habe ich allerdings abgelehnt, weil wenn wir Zimmer abgeben, dann nur als, ja, Verkauf in dem Sinne, und das wollten die nicht, und deswegen habe ich mir gedacht, nö, mache ich nicht. Wir gehen rein in das Spiel gegen Mainz 05 auswärts. Sie stehen sehr weit unten in der Tabelle. Ich glaube, Platz 14 oder 15 oder so müssten die im Moment sein. Wir gehen mit unserer besten Elf natürlich auch in die Partie. Was soll es auch anderes sein? Und ja, wir waren ja am Anfang der Saison auf jeden Fall auswärts ganz gut in den Simulationen. Mal gucken, ob sich das jetzt so
beibehält, wäre ja gar nicht mal so schlecht, aber Mainz geht direkt mal durch den Elfmeter von Ruiz in Führung und ansonsten verlieren wir auch diese Partie mit 2:0. Rebic macht da für Leverkusen den Anschlusstreffer gegen Dortmund. Ich dachte gerade, Rebic spielt bei Dortmund, deswegen habe ich es erwähnt, aber egal. Nonsens, was ich gerade gesagt habe, weil es nicht juckt, denn wir sind jetzt schon am Deadline Day angelangt. Ich simuliere wie immer vor bis zur 5. oder 4. Stunde oder so, weil ab der 4. Stunde geht kein Transferangebot von den anderen mehr durch und deswegen können wir ab da denn unsere Transfers machen, würde ich sagen. Und dann könnt ihr nämlich entscheiden, was wir noch machen sollen. Und das ist etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Und zwar wird die Freigabesumme für Devante Parker bezahlt. Gute 2 Millionen sind das. Und die habe ich aus Versehen eingebaut, weil ich dachte, er ist nicht allzu viel wert. Gut, im Endeffekt, wenn ich ihn auf die Transferliste gesetzt hätte, Devante Parker, würde ich nicht viel mehr als 2 Millionen für ihn rausbekommen. Anderweitig, wenn so ein Angebot reingekommen wäre, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich denke, die Freigabeklausel ist schon in Ordnung. 2 Millionen, ich glaube, der ist 1,2 wert oder so. Damit kann ich dann auf jeden Fall ganz gut leben. Wir verleihen Cooper höchstwahrscheinlich. Nein! Oh, so sinnlos. Okay, ich habe es abgelehnt. Sehr sinnvoll. Egal. Kann ich auch mit leben, wenn er nicht verliehen wird. Aber wir können ja nochmal ganz kurz raufgehen. Ich werde den Vertrag nicht verlängern. Ich glaube, ich könnte ihn nicht mal verlängern, denn ich habe ihn am Anfang der Saison verlängert gehabt mit Devante Parker. Und da habe ich halt die Freigabesumme aus Versehen, wie gesagt, reingehauen. Er ist halt leider 1,1 wert. Ich meine, 2 Millionen ist dafür in Ordnung auf jeden Fall. Gerade weil er halt schon so low bewertet ist und dafür relativ alt, also nicht wirklich alt, aber ne, ihr wisst, wie ich es meine, denke ich mal, er wird jetzt nicht mehr groß steigen, will ich damit sagen. Deswegen kann ich damit auf jeden Fall sehr gut leben. Wir bekommen noch ein Transferangebot, was auch sehr, sehr interessant ist für José Junior Matuvila, auch ein, na, der wenigen Ur-Cottbusser, verbliebenen Cottbusser, sage ich jetzt mal, die hier noch in der Karriere vorhanden sind. Ich würde sagen, wir gehen auf die 900.000 hoch. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Die bleiben auf jeden Fall drin, 670.000, okay. 850 machen wir mal, wir gehen ein bisschen entgegen. Ich hoffe, die sind nicht gleich raus. 760, treffen wir uns bei 800 und ich bin zufrieden, mein Freund. Weil das wäre ein sehr, sehr guter Deal in meinen Augen. Und sie nehmen es an, 800. Damit bekommen wir auch hier nochmal ein bisschen Kohle rein in die Kasse, Leute. Natürlich tun sich dadurch immer mehr Lücken im Kader auf, aber die können wir ja flicken mit euren Transfervorschlägen im Endeffekt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch vor bis zur Stunde 4, wie gesagt, und sehen, dass sich Devante Parker verkauft hat. Für 1,4 Millionen, die wir überwiesen bekommen. 2 Millionen natürlich insgesamt, aber wir bekommen ja nie die ganze Ablöse überwiesen. Ansonsten bekommen wir auch höchstwahrscheinlich noch so 600.000 oder 500.000 überwiesen für den guten Matuvila. Wir verhandeln auch, wenn es um Kaminski hier geht. Allerdings werden wir den auf jeden Fall nicht verkaufen. Den will ich nämlich nicht verkaufen. Ich denke, ich werde so 3 Millionen oder so fordern. Ja, das sollte, denke ich mal, klar gehen, wenn man 3 Millionen fordert hier. Denn ich will ihn nicht verkaufen. Und deswegen, genau, jetzt sind sie auch raus. Den simuliere ich jetzt noch, glaube ich, eine Stunde vor. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Stunde 5. Und dann bekommen wir zwei Nachrichten rein. Außerdem, Leihangebot für Schmidt. Da, Sascha Schmidt, das ist dieser eine Flügelspieler. Ich denke, das nehmen wir auf jeden Fall an. Der kann sich denn gerne bei Houston Dynamo weiterentwickeln. Wir bekommen außerdem nochmal 525.000 überwiesen. Wir werden jetzt natürlich noch hier das mit Sascha Schmidt, dieser Leihback, müssen wir jetzt natürlich hier den auf die Transferliste setzen. Und Leihliste streichen und auf Transferliste setzen, so. Genau, Leute, wir haben jetzt im Endeffekt gute 3,7 Millionen zur Verfügung, wie man hier sieht. Wieder 3,6 Millionen und 12.000, wie schon am Anfang, mit bevor wir Wärmblumen geholt haben, haben wir jetzt 3,6 Millionen am Start. Ich denke, wir werden nichts groß an der Startelf ändern können für diesen Betrag, aber wir können uns halt hinten raus, was die Breite angeht, verstärken. Ja, sieht jetzt halt nicht so krass aus, muss man ganz ehrlich sagen. Schreibt mir da auf jeden Fall eure Vorschläge in die Kommentare, ich werde vielleicht irgendwelche Abstimmungen machen, schaut da auf jeden Fall oben rein. Ansonsten wird es, denke ich mal, auch die Abstimmung geben, ob Jugendscout oder Transfer tätigen. Wir können ja nochmal auf unsere Scouting-Liste, auf unsere Transferliste gucken, wen wir hier uns von dem Budget holen könnten. Den guten Herrn auch nicht. Ich denke, wir könnten uns hier nicht groß irgendjemanden holen. Sollte eigentlich keiner wirklich im Budget liegen, weil die sind halt alle so schon extrem teuer gewesen. Und ja, sind halt alles Talente, ne? Die jetzt nicht sonderlich billig sind. Genau, wie man hier sieht. Höchstens Kubo, aber Kubo ganz nicht mal den. Aber ganz im Ernst, den hätte ich jetzt auch nicht holen wollen in dem Sinne. War jetzt nur vielleicht einer, wo ich gedacht hätte, dass der vielleicht möglich wäre. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinungen in die Kommentare, das interessiert mich sehr. Ja, von hier unten natürlich keiner mehr unbedingt. Klar, so ein Kleindienst, aber selbst der ist zu teuer, wie man hier sieht. Pedersen sowieso. Pedersen könnten wir jetzt in der nächsten Saison vielleicht holen. Muss mal gucken. Aber ansonsten, Leute,
Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, stimmt ab oben in den Abstimmungen. Hier könnt ihr noch abstimmen, gegen wen wir in der nächsten Episode spielen sollen. Ihr seht es im Hintergrund. Ich zeige euch nochmal kurz die Tabelle. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Das war's jetzt. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Episode wieder. Bis dann, haut rein und ciao.